Was ist der Unterschied zwischen Bhakti und Jnana? Bhakti ist Hingabe. Es ist ein Mittel zum Zweck, um Jnana zu erreichen. Menschen mit emotionalem Temperament sind für diesen Weg geeignet. Es erfordert Selbsthingabe oder Atmanivedan. Es ist das Katzen-Yoga. Das Kätzchen weint laut und die Mutterkatze rennt sofort los, um es mit dem Mund zu ergreifen. So schreit auch der Devoti laut wie Draupadi und Gajendra, und der Lord Krishna rennt sofort, um ihn zu retten und mit seiner Gnade zu duschen. Der Bhakti-Marga erfordert nur aufrichtige, intensive Hingabe, blinden Glauben und starke Überzeugung wie Prahlad. Es besteht keine Notwendigkeit, es zu lernen. Analphabeten wie Tukaram, die nicht einmal ihren Namen schreiben konnten, haben Gott realisiert. Es besteht keine Notwendigkeit für umfangreiches Lernen oder Studieren. Ein Bhakta will Kandiszucker essen, er möchte an der Seite des Herrn sitzen. Jnana ist der Yoga der Selbsterweiterung. Es erfordert Eigenständigkeit. Nur Menschen mit einem intellektuellen Temperament, mit Vichara-Chakti oder der Kraft der Unterscheidung und Ratiozination sind für den Weg von Jnana oder Wissen geeignet. Es ist das Affen-Yoga. Der junge Affe weint nicht, sondern klammert sich hartnäckig an den Körper seiner Mutter, wo immer die Mutter rennt. Dieser Yoga erfordert ein umfassendes Studium der vedantischen Literatur, einen scharfen Verstand, kühnes Verständnis, gigantischen Willen und Mut. Ein Jnani möchte eine Verkörperung von Kandiszucker werden, anstatt Kandiszucker zu probieren. Ein Jnani möchte mit der Existenz, Eka Aikyam, identisch werden.